Hallo, willkommen zurück zu meinem FIFA 12 Let's Play. Wir haben das letzte Spiel ja unglücklich im Pokal verloren, 3 zu 1. In Brøndby haben wir das verloren. War zum Glück, aber sage ich jetzt mal zum Glück, das Hinspiel im Halbfinale. Es gibt also nochmal ein Rückspiel dann in 2 Wochen, glaube ich. Was wir dann aber natürlich zu Hause dann gewinnen müssen. Am besten zu Null gewinnen. Jetzt im Ligaspiel gegen Sondre Syske wird mich mein Trainer zu Hause lassen. Ja, ich bin am Ende des Pokalspiels nochmal aufs Ganze gegangen. Hab dann sogar nochmal eine gelb-rote Karte riskiert. Hat leider nichts gebracht. Jetzt muss ich aber auch hier in diesem Spiel aussetzen, was aber auch gar nicht so schlecht ist. Dann bin ich wieder in unserem Spitzenspiel gegen Kopenhagen dabei. Wir haben jetzt hier, habe ich jetzt gerade gesehen, schon 10 Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 3, wenn ich das richtig sehe. Das ist ordentlich. Dann heißt ja, dass uns der zweite Platz kaum noch zu nehmen ist. Hier noch gegen Sondre Syske nochmal ein gutes Spiel machen. Kopenhagen ist aber auch eigentlich kaum noch einzuholen da vorne. Also haben wir ja diesen Champions League Qualifikationsplatz doch auch noch wirklich geschafft. Jetzt spielen wir mal zu Hause hier gegen Sondre Syske. Mal schauen, wie wir da rauskommen aus dieser Situation. Auf jeden Fall ohne Flens. Der ist wegen Erschöpfung jetzt zu Hause. Also auf der Tribüne. Von da werde ich das Spiel mal beobachten. Okay. Ups. Oh, ein Schuss hier mit links. Heinze dürfte mal wieder zu Null spielen. Er hat die letzten Spiele immer nicht geschafft. Da ist immer ein bisschen was dazwischen gekommen. Aber wir wollen mal schauen, ob der Sturm heute hier mal eine bessere Leistung bringt. Ich steuere auf jeden Fall alle Spieler. Heute mal wieder zur Abwechslung. Ich hoffe mal, das ist nicht zu unserem Nachteil. Wollen wir mal schauen hier. Mal schauen, dass Sondre Syske hier nicht so viel vom Spiel bekommt. Und dass ich jetzt endlich mal auch den Ball hier bekomme. So, mal hier straight nach vorne spielen. Wir haben jetzt ja nicht gerade die sprintstärksten Spieler. Oh, Fehler hier vom Abwehrspieler. Fehler von mir. Was pfeift der jetzt hier faul gegen mich? Er ist doch reingegangen. Okay, mal aus einer kompakten Defensive hier versuchen, einen schönen Spielaufbau. Ach, schlechter Pass, hätte ich wahrscheinlich einfach mal in die Spitze spielen müssen. Aber unsere Stürmer sind jetzt auch nicht wirklich die schnellsten. Ne? Wir sind wahrscheinlich für unseren Tabellenstand gerade auch ein bisschen zu, also unerwartet weit oben in der Tabelle. So von den Spielern her, von unserem Potenzial her, hätte man vor der Saison vielleicht nicht mit gerechnet. So, jetzt spielen sie sich das. Hey, will keiner ran. Doch jetzt mal. So, mal schauen, ob der ankommt. Kommt er? Der war abseits, wa? Schade. Ich hab's noch versucht, schnell über außen zu spielen. Aber ja, das hat der Schiri, der Linienrichter, natürlich genau gesehen, dass ich da im Abseits war. Doof. Muss einer ran. Zum Glück hat der Heinz aufgepasst. Ja, auf die Gefahr hin, dass er dann nochmal passt, bin ich jetzt mit. Ja, musste ich draufgehen mit Jakobsen. Okay, Eckball für Sondre Syske. Wir kommen jetzt gerade noch nicht so wirklich ins Spiel. Klären konnte ich den Ball auch nicht. Und nochmal ein Schuss. Jetzt schießen die schon wieder auf unser Tor. Ich komme ja noch nicht wirklich ins Spiel. Wieder ein Eckball. Wieder ein Eckball. Aber jetzt habe ich ihn erstmal sicher hier. So, mal schauen. Ah! Jetzt just in dem Moment, in dem ich spielen wollte, ist er mir reingekrätscht.
So, auch ich kann die Einwürfe nicht besser machen als die, als unsere Spieler. Das ist schon mal hier. So, mal über außen. Mal eine Flanke hier probieren. Auf unseren. Oh, Jakobsen. Ach, da kommt eine durch. Jetzt ist ein bisschen so ein Gewühle da im Sturm. So, mal sicher hier wieder aus der Abwehr spielen. Mal versuchen, über ein bisschen Ballbesitz hier zu unserem Spiel zu finden, was bislang ja noch nicht wirklich geklappt hat. Ich weiß nicht, ob solche Sachen hier wirklich von Erfolg gekrönt sind, hier lang auf unsere Stürmer zu spielen, weil die einfach zu langsam sind. Jetzt vielleicht mal ein... Ach, schade. Da hat er mal eine gute Situation gehabt hier, mein Mittelfeldspieler. War das der Captain? Weiß gar nicht. Nee, ich glaube, das war der rechte Mittelfeldspieler. Ah, abschließen mal. Bislang haben wir noch keinen Schuss aufs Tor gemacht. Außer dem einen, der gerade hier aber auch nicht angekommen ist. So, jetzt ist aber auch keiner da, der sich mal anbietet hier. Muss ich über außen probieren. Er vielleicht mal mit einer Flanke. Abseits. Fast ein Eigentor. Ich bin mir absichtlich nicht rangegangen, weil ich hier im Abseits stand. Wahrscheinlich hätte er auch dann früher oder später abgepfiffen. Ah. So, jetzt aufpassen hier. Keine Chance. Ja, gut gemacht hier. So, und der kommt an hier auf meinen Außen-Mittelfeldspieler, aber es ist natürlich kein Mensch in der Mitte mitgelaufen. Ja? Holz kommt entgegen. Jetzt mal mit einem... Ah, verzogen! Eine gute Schusschance. Ja, da hat er sich leider nach außen gedreht an der Ball. Na, das war jetzt mal die erste Chance hier im Spiel. Wieder über außen. Ich glaube, so muss es gehen. Über die Spieler außen, die Linie entlang und dann versuchen drin... Oh. Faul war's. Vielleicht auch nicht irgendwann über dieselbe Seite. Ach, hier spielt Hansen. Jetzt habe ich den Spieler, der mal vor ein paar Spielen verletzt war, den ich so vom Namen her noch überhaupt nicht gekannt hatte. Der spielt da rechter Außenverteidiger, ja? Ah. Aber auf meiner linken Seite kriegt es gar nicht mit, wer da alles wo spielt. Ich check dann sehr meistens nur die Spieler, die. Oh, der ist gut. Oh, der ist er durch. Holz, jetzt! Ah, vorbei! Das gibt es nicht! Unsere Stürmer lassen da wieder Chancen liegen. Lassen da wieder viel zu viel Chancen liegen. Ah, Mann. Wenn das Spiel jetzt endlich läuft, hey, wie gegen Brøndby, bin ich ja echt... Zum Glück aufgepasst jetzt. Zum Glück hat er aufgepasst. Nochmal so ein Ding, hä? Aber nee, nochmal kann er sich dann nicht durchsetzen. Der Verteidiger passt doch auf und spielt dann gleich den Ball gleich weg. Ah, Mann, nee, so ein riesen Ding hier wieder gewesen. Also wenn ich da mal einen schicken kann, dann ist es Holz, weil der kann sich mit ein bisschen Glück auch durchsetzen gegen die gegnerischen Abwehrspieler und er ist technisch auch versierter. Sollte man eigentlich meinen. Jetzt gerade eben hat er so ein bisschen hat der kühle Kopf gefehlt. Der hätte gepasst natürlich. Mit ein bisschen Glück hätte er auch reingehen dürfen. Ja. Okay, 0:0 zur Halbzeit. Ach, ich will jetzt mal nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel war.
Aber kann natürlich mehr gehen. Da hat so ein bisschen der Druck gefehlt. Svensson muss jetzt raus. Na, der hat die eine gute Situation eingeleitet, die wir hatten in der ersten Halbzeit. Okay, frisch ran zur zweiten Halbzeit. Jetzt mal schauen. Wenn wir so weiterspielen können, vielleicht mal nochmal über die andere Seite was über außen schaffen. Dann ist da vielleicht noch was drin. Ach, schade. Versuche ich hier mal mit dem Mittelfeldspieler. Oh. Oh, Paulsen, den müsstest du dir holen. Ja, zum Einwurf geklärt. Wenigstens das hat er geschafft. Aber aufpassen, es geht gleich weiter. Paulsen. Das ist ja mein Hintermann, also der links in der Defensive spielt, normalerweise hinter mir, der ist ganz gut. Der hat mir schon ein paar ganz gute Situationen bereitet. So, jetzt sind wir mal gespannt. Der Rieska ist natürlich jetzt auch nicht der schnellste. Ritter, ach, der ist schon wieder. Und man. Ah! Jetzt habe ich gedacht, ich krieg den Abpraller nochmal auf den Fuß. Ja, die Situation war eigentlich jetzt gerade gar nicht schlecht. Jetzt kommt Petersen für Puri. So, aber nochmal hier. Der war abseits, gell? Mann, oh Mann, ja, Paulsen, hast du denn aufgepasst? Ich auch nicht. Hätte ich zurückspielen müssen hier auf dem Mittelfeld. So, jetzt hier mal. Ist keiner mitgelaufen? Da ist keiner mitgelaufen, der sich anbietet, da mal. So, jetzt ist natürlich gefährlich, hier mit dem Außenverteidiger nach innen zu ziehen. Komm, keine Flanke zu lassen. Hansen! Jawohl. Hau den Ding raus. Nein, ist keiner dabei. Ah, und dann wollte ich wieder abspielen, aber zu spät. Es ist gerade schwierig hier, weil ich nur über außen nach vorne komme. Einfach mal reingekrätscht, ja. Ich hoffe, dafür kriegt er keine gelbe Karte. So, jetzt vielleicht. Ist aber auch nicht. Ich kann ihn nicht in den Lauf spielen. Und Puri kann sich da auch nicht durchsetzen. Meinen Stürmern fehlt so ein bisschen die technische Klasse, da auch mal 1:1 gegen einen Spieler gegen zu laufen. Nein! Da haben wir jetzt aber verdammtes Glück gehabt hier. Würde ich gerne nochmal in der Wiederholung sehen. Geht jetzt Ritter raus oder geht Holz raus? Das weiß ich gerade nicht. Holz geht raus. Mann, das war jetzt aber ein verdammtes Glück, dass ich da hatte, dass dieser Ball noch am Tor vorbeigerollt ist. Wenn er nicht abgefälscht hätte, wäre er wahrscheinlich... Kommt! Oh, jetzt muss Heinsauer hier aber nochmal alles aus sich rausholen. Und wieder so eine Chance hier. Das war doch Hand! Mann! Heinsauer mit einer Glanztat. Ey, Man of the Match bislang. So, haut er die Kugel raus hier. Jetzt ist Petersen alleine da vorne und kommt da natürlich auch nicht ran. Was gibt denn das jetzt hier? Noch eine Auswechslung? Nee. Einfach umtribbelt hat er nicht dann. So, jetzt vielleicht nochmal. Kommt, Jungs. Pass auf, du stehst wieder im Abseits, gell? Ich schaff's aber auch nicht, da mal irgendwie mal so ein konstruktives Überzahlspiel zustande zu kriegen. Komm hier über außen. Warum musst du weiter mitkommen?
Oh, das gibt bestimmt gelb. Nee, nicht mal. Ich dachte, der kriegt hier. Hier für die Situation hätte er eigentlich gelb verdient gehabt. Der ist halt bloß von hinten reingekrätscht. Jups. Ah, Holst. Pass ein bisschen auf, dann schnappst du dir den Ball. So, jetzt geht hier Stoppeck über außen. Paulsen ist dabei. Kann den Ball nicht kriegen. Achtung, die dürfen wir nicht zum Abschluss kommen lassen. Und durchtanken darf er sich da auch nicht. Jetzt vielleicht nochmal hier. Kommt, wir schaffen hier kein Überzahlspiel. Ach, und der Pass in den Lauf war auch zu schlecht. So, Holz. Kommt hier, eine Situation nochmal. Der Ball, das war doch kein Pass, du. Einsatz zeigen die Jungs, aber mit welchem Erfolg? Erfolg gleich null, würde ich sagen. So, jetzt gehen sie schon wieder über außen. 5 Minuten noch zu spielen. Und wir haben es nicht geschafft, einen vernünftigen Angriff in der zweiten Halbzeit hinzukriegen. Über außen, Paulsen. Oh, in den Rücken des Spielers gespielt. Andere Seite, nochmal. Jetzt probier's aber auch über alle Seiten. Ne? Jetzt ist Holz nicht mehr dabei, sondern noch Saki. Komm, Puri, vielleicht mal so eine Einzelsituation. Nee, auch nicht. Doch, vielleicht! Ja, mach das, Petersen! Ach, es konnte nur so funktionieren. Es konnte nur eine Einzelaktion sein. Und da wird er nicht energisch genug angegangen vom Gegner. Und dann schaffe ich doch wirklich in der 90. Minute. In dieser 90. Minute ist so ein Ding hier. Ah. Ah. Es war wirklich der erste vernünftige Angriff hier in der zweiten Halbzeit. Ja, überhaupt in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben wir einmal sowas geschafft, hier ein bisschen nach vorne zu kommen und auch dann einen Abschluss zu suchen. Und dann ist das Spiel aus. Müssen wir bis zur 90. Minute warten, bis Petersen einmal den Ball da bekommt im 16 Meter. Dazu wird er nicht angegriffen vom Gegenspieler. Und schafft es dann auch noch, den Ball ins Tor zu kriegen. 90. Minute, 1:0. Kampfsieg wieder mal. Ein Kampfsieg. Einfach, da hat sich die... hat sich ausgezeichnet, bis zur 90. nicht aufzugeben und die Chance zu suchen. Und die eine Chance hat auch wirklich ausgereicht in der zweiten Halbzeit. Und Gott sei Dank ist Petersen da. Unser Edeljoker. Ja, Petersen, mein Mann. In der 90. Ja, und Sander Süske hatte gute Chancen und kann sich am Ende nicht, selbst nicht belohnen dafür. In der zweiten Halbzeit hat Heinz sich ja, ich bin mal gespannt auf seine Wertung, einige super Chancen rausgefischt hier noch. Da wollte ich den Ball auch nicht mehr abgeben. Da hat Petersen den Ball am Fuß gehabt und wollte es auf Biegen und Brechen selbst machen. Und er hat es ja wirklich geschafft. Ah, Brøndby hat einen Lauf, die haben jetzt auch wieder 2:0 gewonnen. Puh, Rasmussen, Holst Rasmussen, ja, der kam dann rein. In der zweiten Halbzeit. Heinz sogar nur mit einer 7,0. Wer ist ein Man of the Match? Ja, Rasmussen. Holst Rasmussen. Ja, die Spielinfo brauchen wir nicht anschauen. Die Wahl ist hier nicht wirklich der Bringer hier in diesem Spiel. Aber wir behalten unsere 10 Punkte Vorsprung. Und 9 Punkte auf den Tabellenersten. Na, jetzt geht es dann im nächsten Spiel gegen. Sehen wir es hier auf der Liste stehen? Gegen Kopenhagen. Ich springe hier gerade nochmal in die Statistik rein und schaue mal die Spiele und Ergebnisse an. So, jetzt haben wir hier heute haben wir hier gespielt gegen Sondersjuske, genau. Dann spielen wir gegen Kopenhagen. Nochmal ein Heimspiel am 28. Und dann am 5. eine Woche später gegen Nordsjælland und dann gegen Silkeborg.
Was ich jetzt hier gerade nicht sehe. Ach, sind nur noch zwei Spiele. Was ich jetzt hier gerade nicht sehe, ist, wann das nächste Spiel ist im Cup. Das müsste jetzt nämlich auch vor der Tür stehen. Das ist am 8.5. Am 8.5., also praktisch unmittelbar nach dem Spiel gegen den Tabellenachten. Also am besten ist, ich verausgabe mich jetzt hier im Spiel ge gegen Kopenhagen, um dann das Spiel gegen Dings hier zu pausieren, FC Nordsjælland, um dann wieder im Halbfinale dabei zu sein. So muss es gehen. So wird es hoffentlich auch gehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis die Tage. Ciao, ciao.